Arbeitet, ihr Mistkerle! Verpestet und beutet die Welt aus! Ja! Ist das cool. Dombridal, Buldal, Kalvandolul! Willkommen zu... Ich wollte Zwerge sprechen. Das war doch sehr authentisch, oder? Willkommen zu Total War Warhammer 3. Wir spielen das Chaos-Zwerge-DLC. Und es ist schon ziemlich abgefahren. Ich habe schon ausprobiert. Und ihr werdet sehen, es ist sehr aufregend. Guck mal, das ist auch ein sehr schönes Bild hier, oder? Komm, trete ein. Warte mal so. Komm, ja, komm, trete ein. Nein, keine Sorge, das ist keine Falle. So ungefähr. So, es geht los. Ja, Kampagne. Wir gehen auf neu. Ich habe mal alle alten Savegames gelöscht. Reiche der Unsterblichen. I am Prince and Emperor. Nein, wir versammeln nicht die Elected Counts. Und gehen jetzt zu Völkerinnern. Tut mir leid, wir gehören uns ein bisschen langsam. Chaos-Zwerge. Industrie- und Höllenschmiede. Errichte Außenposten, Fabriken und Türme, um eine vernetzte Industriewirtschaft für Fertigungsprozesse und zum Verbessern eurer Armee aufzubauen. Ja, sehr gut. Die Ausbeutung der Welt kann beginnen. Turm von Zar beansprucht Machtsitze auf Zarnagruns politischem Schlachtfeld, um mächtige Boni für eure Fraktionen zu erhalten. Klingt nach langweiler Politik, aber es ist total abgefahren, ja. Umfangreiche Einheitenliste mit schwer gepanzerten Elite-Infanteristen, vielfältigen monströsen Einheiten und einigen mächtigen Kriegsmaschinen. Ist ja immer das gleiche irgendwo. Da ist der Astragotz Eisenhand. Wunderschön in seinem Antlitz und unvergesslich in seinen Taten. Toll, oder? Dann haben wir hier noch, ich lese jetzt hier nicht vor, was sie alle haben. Ich mache das hier gleich bei ihm, weil den möchte ich gerne spielen. Da haben wir hier Drazuhot der Asche, ne? Drazuhot der Asche, ne? Ich zünd hier die Fackel an. Oh, ich bin so mächtig. Und dann haben wir hier, der ist ganz cool, das ist Satan der Schwarze. Also ich war hart am Überlegen, ob ich den nicht spielen soll. Aber seine Startlocation interessiert mich nicht so. Und zwar ist sie genau neben Kartei. Oh. Oder hier ist Kartei, ne? Aber es ist mir schon zu nah. Und dann haben wir ihn. Das ist ganz cool. Der befindet sich quasi im Herzen der Industrienation, der Chaoszwerge oder auch Ausbeutungsloch. Hier ist auch direkt Nörgel. Das passt ja irgendwie, ne? Und dann haben wir jetzt hier noch Astragott Eisenhand. Und der steht richtig cool da oben. Dann haben wir hier Tal der Orks. Hier sind Ogre. Hier sind Zwerge. Nochmal Orks. Hier ist Norska. So, jetzt habe ich es wieder. Norska heißen die. Und das ist schon ziemlich cool. Astragott Eisenhand zieht aus Tazorn und Skul aus, um die restlichen Gesinde der Länder der Finsternis zu unterwerfen. Und, in seiner Kriegs- und Eroberungsindustrie schuften zu lassen. Das ist cool, weil wir haben ja verschiedene... wir sehen das gleich, ja? Neue Ressourcen. So, wir nehmen ihn. Jetzt gucken wir uns noch gerade seine Abilities an. Erhaltene Konklaven-Einfluss aus allen Quellen 10%. Vorschussrate 10%, Kontrolle plus 2, das ist gut. Passive Fähigkeit, hochtourige Mechanik. Das ist so ein Ding, das steckt in der Schlacht. Also ziemlich viel Damage. Verluste Verstärkungsrate 5, das ist immer gut. Rettungszauber 15% ist auch gut. Für Stierzentauern, der Zerstörer. Stierzentauer-Zerstörer. So. So, jetzt gehen wir kurz zu den Einstellungen. Da weiß ich auch schon, was ich machen will. Wir spielen auf normal, weil ich mag es nicht, wenn die KI cheatet. Wenn ich mal irgendeine Fraktion gespielt habe, dann stelle ich meistens auf schwer. Weil die dann mit mehr Einheiten kommen. Größere Schlachten. Aber, ich spiele einfach gerne auf normal, weil einfach, es ist ein mehr normales Erlebnis, ohne dass irgendwie die KI hart cheatet. So, dann machen wir ultimatives Dings, voll der Groll. Ich meine, wir sind ja die Chaos-Zwerge. Also finde ich ja schon, dass wir voll der Groll bräuchten als Ultimate. Und Schwierigkeit der Endphase 2000. Wie wär's? Alter, da sind bestimmt Millionen Kanonen unterwegs. Das wird was. Oder ich mische das mit der größte War und voll der Groll. Beides vielleicht.
Ja, dann haben wir ein bisschen Überraschung. Obwohl. Ich weiß ja nicht. Ja, das wäre schon ziemlich cool. Ja, machen wir so. Also ich würde schon gerne wissen, was das ist. Die habe ich halt noch nie gesehen. Sonst ist immer nur... Eigentlich ständig. Ich habe immer nur die schwarze Pyramide gesehen. Ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal eine Chaos-Endphase, weil das war immer am coolsten. Oder ein Menschen-Raid, ja? Der Kreuzzug der Menschen oder sowas. So, ich bin still. Los geht's. Habe ich alles eingestellt? Ja, los geht's. Ja, ich wünsche euch allen viel Spaß. Hallo, liebe neue Lappen. Hallo, liebe alte Lappen. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich erkläre das Spiel immer wieder so ein bisschen nebenbei für alle. Ja, ich spiele ja nie die Spiele und gehe davon aus, dass alle genau wissen, was ich hier tue. Sondern, gut, ich kann jetzt nicht alles erklären, aber, ne? So ein bisschen muss ja schon sein. Tut mir leid, heute ist wieder schlimm Allergie, es ist schrecklich. So, fortfahren. One ragma wattlebarak drumma baharasta epirti. Es ist auch cool, dass die irgendwie ihre alte Sprache sprechen, weil das macht sonst keine Nation. Wohin auch immer mein Apparat mich trägt, werden wir alles zu Asche verbrennen. Haschut will es so. Der ist ja nicht schön. Ist ja nicht geil. Und guck mal, hier ist schon überall, bei denen bricht überall der Boden immer auf, ne? Wahrscheinlich flüssiges Eisen oder Chaos-Lava, ich weiß nicht. Und hier ist unser kleiner Agent, ja? Überhaupt nicht groß. Ist einfach nur kein Centaur. Ist einfach ein Stier-Centaur, ja? Auch super nett. Komm, direkt erstmal rein. Guck mal, ja, das sind seine Mech-Beine. Das ist total abgefahren. Also, ich finde das so lustig. Das ist der größte Zwerg im Spiel, ne? So, und hier unten sehen wir, haben wir Zwerge. Wir können davon maximal nur zwei haben, wie ihr seht. Also das ist ein Limit. Und das steigt, indem wir mehr forschen und so. Und das ist auch ziemlich abgefahren. Das bedeutet also, wir müssen auf die Goblins und so zurückgreifen. Ja, total cool. Und fliegende Stiere haben natürlich, den nehmen wir jetzt mal gerade mit. Die anderen rekrutieren wir nicht, da würde ich gerne warten. Weil, wir bekommen später bessere Hobgoblins. So, jetzt nennen wir erstmal die Hauptstadt um. Und zwar ist das Gottwaldsack. Wunderschön. Und wir bauen. Ja, wir haben ganz viele tolle Sachen. Hier ist nämlich das Mega-Fließband. Das haben wir schon. Entschuldigung. Das Riesenförderband. Ja. Ah, das klingt schon so gut, oder? Kann ich gar nicht genug von kriegen. So, dann haben wir hier. Man, der haut immer die ganze Zeit auf sein Bein. Ständig. Und, dann haben wir hier natürlich so Sachen wie Patrouillenrouten, Kontrolle, Bewegungsreichweite, Kampagnenfeld, generiertes Einkommen. So, aber, ne, oder verschiedene Rekrutierungszentren. So, aber hier haben wir einmal Schreinwache und, Achtung, Megamörser-Prototyp. Ja, ich will den Megamörser. Den können wir nämlich in der Schlacht rufen und Luftschläge quasi, ja, Artillerie anfordern. Obwohl, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die erste Schlacht und dann rekrutieren. Wir starten aber schon mal die Forschung, bevor ich das gleich vergesse. Wir haben hier einmal Militär, Zauberei und Industrie. Finde ich gut, dass das so aufgeteilt ist. Es ist irgendwie bei allen anders. Hier haben wir Arbeitsquoten und wir haben Kaufmannskill. Und da, ich würde jetzt direkt die Arbeitsquoten erhöhen. Da kriegen wir 5% mehr Arbeiter nach Schlachten, weil ich nehme das ständig. Ich habe gespielt, bis ich die Provinz eingenommen hatte ungefähr. Und habe dann halt so halt geguckt. Und hier oben haben wir Rohmaterialien, hier haben wir Ausrüstung und hier ist Konklaveneinfluss. Aber das müssen wir peu à peu quasi uns angucken. Deswegen keine Eile. Wir machen jetzt erstmal die erste Schlacht. Seid ihr bereit? Ich bin es. Los geht's. Runter, Orks. Ja, nein, das spielen wir natürlich. Wenn man normal macht, sollte man generell mehr Schlachten spielen, weil das Auswürfeln ja eher zu deinem Vorteil ist, meines Erachtens. Obwohl das Auswürfeln ja generell komisch ist. Alter, guck mal, die haben schon schwarze Orks, das habe ich ja total vergessen. Das ist auch mal was, oder? Die erste Armee, die mal ein bisschen stärker ist. Wunderschöne Orks, ich liebe sie.
los geht's. Hier sind sie. Sind sie nicht schön? Das sind die Musketenschützen von denen, aber das sind keine normalen. Also zuallererst, was krass ist, die haben alle richtig krasse Rüstung, wenn du die mal vergleicht mit den Axtkämpfern. Ist einfach, beide haben 85 Rüstung, ist bei den normalen Zwergen eigentlich auch so. Nahkampfangriff wie Nahkampfabwehr sind komplett identisch, genauso wie Waffenstärke. Natürlich nicht 36 Waffenstärke und hier ist Waffenstärke 34, ein bisschen weniger. Aber die kannst du einfach auch an die Front stellen und als Linie benutzen. Gehst auf Wachmodus und dann halten die Linie mit ihren Schrotflinten. Das ist wie eine Batterie bei Feuerwerk, wenn die schießen. Total geil. So, dann haben wir hier Orks. Ja! Maschen! Ja! 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 Ich liebe sie. Die sind schön. So, und dann haben wir hier noch die Zwergen-Zweihandkämpfer. Ich bin ja nicht so ein Fan von Zweihandkämpfern, aber die sehen so cool aus. Und dann haben wir hier die Stierzentauren. Zerstörer sind das, ne? Ja. Und die haben irgendwie extra Leben, ne? Rettungszauber. Okay, wir machen Folgendes. Und zwar habe ich das jetzt öfter schon gemacht. Und zwar nehme ich die Zwerge komplett als eigene Schlachtlinie. Behandle die als was komplett Eigenständiges. Und der Rest ist halt nun mal der Rest. Ja, wie das halt so ist. So, die kommen da hinten. Und los geht's. Ja, aber jetzt will ich ja schon die ganze Reihe irgendwie befehligen. So. Grumdilball. Blumblibli. Brumbaldil, Zwerge des Chaos, mächtig seid ihr an der Zahl. Schickt eure kleinen Lappen in den Kampf und opfert sie für das hohe Wohl eines Zwerges. Ja! Ist das cool, ne? Es ist so... Entschuldigung, was ist hier los? Oh, ich hab grad... Was? Hallo? So. Ich hab den falschen, ich hab das falsche Rad bewegt, das gibt's doch nicht. So, da ist er. Ich finde auch cool, dass er hier seine Banner hat. Das haben so immer viel zu wenig. Guck mal, unser kleiner Helfer hier, ne, überhaupt nicht übertrieben. Und wir haben auch zwei Zaubersprüche, das ist eine Kugel. Die katapultiert ja nicht weit und die wird zu so einem Wirbel. Ist total abgefahren. Das müssen wir gerade aufpassen. Kommen die schon? Ne, die kommen noch nicht. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen, dass die hier früh schießen. Weil wir wollen ja, dass die ballern, bevor die da kommen. Es geht los. Das sind die normalen Ork-Boys. Ork-Jungs, Entschuldigung. Und hier sind die, die pinken, schwarze Orks. Los, in Position! Was macht das denn hier? Macht das auch Damage? Nahkampfabwehr, okay. Da, jetzt geht's los. Einfach nur einmal in Slow Motion zeigen, was das macht. Ja? Was das für eine krasse Salve ist. Ich meine, wenn neue Fraktionen rauskommen, sind die immer... Guck mal, das war's mit den Schwarzorks. So, und die halten jetzt einfach die Stellung. Oh, da sind die Orks dazwischen geraten. Die kommen noch nicht mal an, das war's. Lol. Okay, dann los. Da gehen die schwarzen Orks. Was ist denn hier los? Ja.
Ja, überhaupt nicht übertrieben. Sehr cool. Die Bogenschützen noch. Guck mal, er geht da in die... in die anderen Goblins rein. Ich zeig euch das mal. Man muss aber mit einem Teamkill aufpassen, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Busch. Und jetzt ist das ein Wirbel. Guck mal, den Flammenwerfer gehabt. Ach, der spuckt Feuer. Ach du Scheiße. Ja, ich lasse unseren Zwerg erstmal stehen. Jetzt machen wir das hier mal gerade fertig. Guck mal, wie klein der Ork ist gegenüber ihnen hier. Achtung, da kommt der Chef. Das war's. Ich bin schneller als der, ne? Er rempelt ihn einfach um. Er rennt ihn mit seinen Füßen um. Mit seinen Prothesen. Okay, cool. Ist cool, oder? Also, die Fraktion auf dem ersten Blick gefällt mir sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich kein Chaos-Spieler bin. Aber die Chaos-Zwerge spielen sich irgendwie gar nicht so. Meines Erachtens spielen die sich eher wie eine neutrale Einheit. Klar, da ist diese Chaos-Korruption, sie spucken Feuer, aber hey. Aber sonst haben die ja keinen krassen Chaos-Pool, sondern wir haben hier halt Zentauren, ne? Und Goblins. Die spielen sich eigentlich eher wie Ogre. Es ist wie so eine Ogre-Fraktion. So, und hier haben wir jetzt Arbeitskraft. Ich würde mir wünschen, alle Fraktionen haben irgendwie so Mechaniken. Das ist schon ziemlich cool. So, und hier würfeln wir jetzt mal gerade aus. Oh, ich habe ein Item bekommen. So, jetzt können wir Folgendes machen. Wir können Außenposten besetzen oder als Fabrik besetzen. Ausraum oder niederreißen. Und, ja, die Außenposten machen Mineralien, eine Rohmaterialien, und die Fabriken machen Ausrüstung aus den Rohmaterialien. Also nehmen wir als erstes einen Außenposten. Obwohl wir genug bauen, ist das meines Erachtens einfach so das ABC, ja. Oh, wir haben schon wieder was bekommen. Energiespruchrolle. Das müssen wir auch mal gerade gucken. Ich dachte, ich hätte zwei Sachen bekommen. Doch nur eine Sache. Fähigkeit Energiespruchrolle. So, und hier machen wir jetzt rein, das bringt uns leider nichts, das ist nur Rekrutierungskosten für Lamasi und Riesentauri und Unheilstauri, die haben wir aber noch gar nicht. Deswegen nehmen wir jetzt hier erstmal, was, um den Tagebau zu erhöhen. Oder halt Geld, aber wir machen erstmal den Tagebau. Das soll erstmal nur das werden, was es sein soll. Ist das dann Black Lure? So, machen wir hier den brennenden Zorn mal. Hier gibt es noch Todesfeuer, das ist passiv. Sehr cool. Benutze ich ja immer gerne. So, dann ihn noch. So. So, dann rekrutieren wir jetzt mal einen Zwerg. Und zwar den Schild. Und als nächstes dann noch den Tower. Oh, ich glaube, das will ich sogar zuerst machen, oder? Ne, wir müssen ja eh noch ein bisschen hier ausharren, glaube ich. Gut, dann... ja. Diplomatie ist halt noch kein Ding. Diener der Konklave. Wir können auch Konvois machen. Das kommt ja noch. Auch sehr cool. Habe ich ja nie gemacht, weil ich habe Kartei nie gespielt. Und zwar, pass auf, ich zeige euch mal was, ja? Ich zeige euch mal die industrielle Hochburg der Zwerge. Achtung, wir gehen mal hier runter. Warte. Wir betreten. Willkommen.
in der industrialisierten Superzone der Chaoszwerge. Nirgendwo sonst findest du mehr CO2-Ausstoße als hier. Arbeitet, ihr Mistkerle! Verpestet und beutet die Welt aus! Ja! Ist das cool. Das ist abgefahren, oder? Guck mal, hier sind sogar Schienen. Kaputte Schienen. Guck mal, wie das aussieht. Also bei dem wird alles zur Industriezone. Es ist kein Chaos, es ist Ausbeutung. Ich wünschte mir, wir könnten sowas mehr bauen. Hier wird gepumpt. Öl. Das ist abgefahren, oder? Guck, ich muss, pass auf. Und hier geht das alles in den Fluss. Ne? Fließt hier runter. Hier noch mehr, ne? Überall so Abflüsse, halt kaputte Rohre oder so. Als wenn die das unabsichtlich da reinleiten würden. Und guck mal, hier fließt es weiter einfach da runter. So, hier geht das hin. Und es ist wahrscheinlich die Suppe für Nörgel. So, und hier fließt es ins Meer. So, und hier sind die Inseln von Nörgel. Der, oder dieser Nörgel, die Fraktion. Ist cool, ne? Also, ich finde das klasse hier. Das sah doch vorher noch nicht hier so aus. Da war das einfach nur eine Wüste. Weil ich habe hier gekämpft. Und da war, glaube ich... Das ist schon cool. Also, wie sie das ergänzen, ist es schon abgefahren. Also, ne? Ich freue mich darauf. Das ist so cool. Die Ausbeutungs GmbH wird gegründet. So, Runde beenden. Los geht's. Gott, weil zack. Nirgendwo sonst findest du mehr Abschaum als hier. Ja, ich bin gespannt. Also das Kämpfen mit denen macht äußerst Spaß. Das auf jeden Fall. Da kann man nicht sich beschweren. Das ist ziemlich cool. Ah, sehr schön. Die Industriezone breitet sich aus. Oh, guck mal, die geht auch direkt in die Nachbarprovinz rein. Ach nee, das schneidet sich erst hier ab. Ich hoffe, das haben sie mal irgendwann mal schöner gemacht, weil wenn immer die Maximalkorruption da ist, das fand ich nie so schön, weil das dann so abgeschnitten ist. So, eine Runde warten wir aber jetzt noch. Und zwar will ich den Stier haben. Der ist nämlich voll die Airborne-Rakete hier. So, jetzt kommen wir zur Höllenschmiede. So, hier bei der Höllenschmiede, das ist auch total imbar, also ich weiß ja nicht, ne? Also wenn man die in der Kampagne spielen würde, ich weiß nicht, ob die man dann bremsen kann. Also wir werden ja sehen, wie gut das ist, die aufzuwerten. Also, hier können wir die verstärken. Ich weiß nicht genau, was das jetzt macht. Die haben Lebenspunkte 7800, Rüstung 85. Was war denn jetzt? Was ist denn jetzt besser geworden? Kapazität der Nahkampf... Ach so, das ist die Kapazität! Ach so! Jetzt habe ich es kapiert. Ich habe das vorher nicht richtig kapiert. So, und dann haben wir hier... können wir den jetzt aber... Hier können wir die aufwerten. Wir können den Raserei verpassen. Das kostet uns aber 8 Ausrüstung, ich glaube, pro Runde. Das steht hier gleich irgendwo. Irgendwo kann man das sehen. Aber das machen wir jetzt nicht, weil dafür haben wir nicht genug Kostendeckung. Ah. Dann haben wir jetzt insgesamt 3 Nahkämpfer. Ich überlege, ob ich die 2 Hände raus tue, aber ich glaube, die müssen wir behalten, falls wir irgendwas Großes sehen. Verachtung? Was denn Verachtung? Verachtung. Diese Einheit verliert beim Anblick einer fliehenden verbündeten Einheit keine Führerschaft, es sei denn, die fliehende Einheit verfügt ebenfalls über Verachtung. Aha. Und so, ach, weh. Was fällt denn ein? Aber wenn halt die gleiche Einheit fliegt, dann... So, oh Gott, die fliehen, dann sollten wir auch rennen. So, nochmal ready. Aha, so kann man die Kapazität erhöhen, siehst du? Da habe ich mich doch noch nicht so richtig schlau gemacht. Gut, dass ich ein bisschen gespielt habe, sonst wäre der wieder peinlich geworden. Hier rauscht das so, ne? Das sind nicht mein Mikrofon. Das sind die Dampfbäder hier. Kommen Sie! Und lassen Sie sich nieder an den wohlfühlenden Dampfbädern am Schädelsee. Wo, nirgendwo sonst wirst du ein einmaliges Erlebnis erleben als hier. Wortwörtlich. Baden Sie in den Lavaseen, um eine Schwarztönung zu erlangen, die an Verbrennungen, also an verbranntem Essen ähneln.
Und dann war es das aber auch schon. Dann kann man das auch nie wieder machen. So. Ah, guck mal, der Dings hat wieder ein Level. Was machen wir denn da? Haben wir. Ach, gehen wir einfach hoch. Das machen wir jetzt hier flink mit dem Pyrrhus-Sieg. Ach, guck mal, wir verlieren die Goblins und die Orks. Die will ich sowieso loswerden. Oh, guck mal, es sind aber viele. Aber es wäre jetzt eine Siedlungsschlacht. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. So, und das wird jetzt eine Fabrik. So, und jetzt gehen wir direkt zum Militär, weil ich will hier direkt in Kriegsruf die Zwerge erhöhen. Und man sieht jetzt die Bilder, welche verbessert werden. War das schon immer so? Weil ich kann mich da nicht dran erinnern. Er hat seinen Kuli verloren. So, und hier gibt es Hobgoblins. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis die Fabrik upgraded wird, weil ich brauche die Hobgoblin-Fabrik jetzt. Weil jetzt haben wir hier Hobgoblins Halsabschneider. Cool, ne? Das sind halt wie Nachtgoblins, nur halt ein bisschen anders, ein bisschen hübscher. Und finde ich total cool, wie die aussehen. Und dann haben wir auch noch Hobgoblins Bogenschützen und so Messerwerfer, aber das ist ja langweilig. Sind wir drei davon. Und zwei Bogenschützen. Aha. Machen wir Todesfeuer. Was macht das nochmal? Die Flamme der Haarschule zündet sie am besten im lebenden Fleisch. Und ich glaube, das passiert halt passiv ständig. Machen wir mal inspirierende Gegenwart. Ach, das macht auch Einheitenerfahrung hoch? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das macht nur Führerschaftsradius. Die sind froh, dass die Marum. Aha, so, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall, das ist wichtig, Ruhe. Ruhepuff, weil ich glaube, wenn Minus ist, ist das auch nicht gut für die Arbeitskräfte. Aber für die Effizienz, glaube ich, oder? Und so ganz weiß ich das auch nicht. Na, jetzt haben wir unsere Provinz. Jetzt müssen wir als nächstes gucken, wohin wir expandieren. Also, das wird spannend. Aha, guck mal, jetzt werten wir nämlich direkt die Fabrik auf. Das kostet nämlich Rohstoffe und kein Geld. Ich esse richtig nur Rohstoffe, ne? Geil, oder? Ach nein, oh, jetzt hat der... Oh, jetzt hat der Ready gedrückt, ich fass es nicht. Naja, macht ja nichts. Vielleicht haben wir jetzt die Konklave oder einen Konvoi schon, das wäre ganz gar nicht so schlecht. So, das haben wir. Ah, Militärkonvois verfügbar. So. Also, da können wir jetzt überall hin. Am besten wäre, wenn wir irgendwie weit gehen, weil dann können wir ganz viele Sachen aufklären. Guck mal, wir können nach Grunkzint. Machen wir erstmal einen Konvoi. Gunst des Hauptgoblins. Jetzt können wir gucken, wie groß der wird oder was für Einheiten der dazu gewinnen kann, während er den Konvoi leitet. Da steht, die folgende Einheit erhaltet Boni von dieser Eigenschaft und dieser Kommandant wird mit den folgenden Einheiten erscheinen. Das sind zweimal Zwerge Nahkampf, zwei Fernkampf, dann diese Messerwerfer, Hobgoblins. Und hier sind... Alter, hier sind so Riesenmaschinen drin. Oh, das ist ja natürlich krass. Machen wir. So, Halle des Speckus. Ach ja. Speckus Maximus. So, da müssen wir... Das geben wir aus und das bekommen wir dafür. Aber wir machen jetzt erstmal irgendwas mit Geld. Da 500 Geld, dafür kriegen wir 340 Arbeiter. Aber ich würde gerne aber runtergehen zu unseren Zwergen. Palast jetzt, Alter. Wir müssen doch erstmal besser werden, glaube ich. Da, ich würde gerne zum, ja, aber das ist ja blöd. Das haben wir gar nicht. Ach ja, da können wir doch hingehen. Das ist doch eine gute Idee. Ne, es kostet auch wieder. Kann ich auch so machen, aber ist ja auch blöd. Haben wir irgendwas, was nicht zu weit ist? Ach, guck mal, das ist ja da. Ups.
Gibt's doch nicht. Na gut, dann gehen wir da runter. Was soll's? Das müsste ja... Nee, es geht nicht. Das ist einfach zu teuer. Ach komm, wir schicken einfach nach K&K. Super weit weg. Mal gucken, ob das gut wird oder nicht. Fahren niedrig. Wir werden sehen. Gut, liebe Leute. Ich muss jetzt hier Schluss machen. Ich wollte eigentlich die erste Folge länger machen. Aber das ist ohne Witz der vierte Anlauf. Ich hatte nur Probleme hier, nicht mit dem Spiel, sondern das war mit der Aufnahme und dem Tool. Und dann hatte ich Nvidia-Treiber-Updates. Das war, die haben meinen Monitor ausfallen lassen. Da war die Aufnahme futsch, weil irgendwie, ach, es war schrecklich, ja. Also, es wird cool. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Warhammer 3 Total War Chaos-Zwerge. Und es wird spannend. Also, liebe Leute, ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, wie immer. Haut rein, Leute.